Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Yo. Wir gehen abermals in den Dungeon. So. Mal schauen, wie weit wir diesmal kommen tun. Dann gehen wir gleich mal. Aha, da haben wir schon mal was zum Heilen. Steht hier was Neues? Nein. La la la. Oh. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir haben alles bekommen. Das ist super. Sehr gut. Einmal heilen. Das war super. So. Oh. Oh oh. Oh oh oh. Ich würde gern dieses Schleim, dieses Gelee da mitnehmen, genau. Ich glaube, ich habe jetzt schon nichts mehr zum Heilen. Wow. Okay. Wow. Na komm schon. Ja, das geht gar nicht mal so schwer, ne? Super. Nicht schlecht. Was haben wir denn da Schönes? Kaputtes Schwert. Und wieder Gießereireste. Sehr gut. Kaputtes Schwert. Vielleicht könnte man es reparieren lassen. Das wäre cool. Kaputtes Schwert. In seiner aktuellen Form zwar nutzlos, aber man könnte es sicher einschmelzen und etwas Sinnvolles daraus machen. Super. Platsch, 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 platsch. Ich glaube, ich sollte mich heilen gehen. Lalli, lalli, la. Und einmal schön planschen. Ah. Schön. So, und weiter geht's. Was haben wir denn hier? Zack, zack. Wow, nicht weg. Wow, Glück gehabt. Zack. Wow, eins. Au. Mehr du Kribbel. Hey. Zack. Okay, das haut nicht so gut hin wie gehofft. Hey, schön. Zack. Passt, sehr gut. Aha, da kommen wir weiter. Da will ich noch nicht hin. Da geht's zur nächsten Ebene. Ich möchte mich ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen unten, also hier in der ersten Etage da umschauen. Ebene, so. Etage. Ich bin auch so eine Etage. So. La, la, la. Ah, angenehm. So, und weiter geht's. La, 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 la. Hallo. Da würde ich sagen, schauen wir hier mal hin. Hm, da haben wir das so ein Typi. Zack. Der ist noch rot. Au. Au. Mistkerl. Passt, aber erledigt. Sehr gut, was war das? Was haben wir denn da bekommen? Hartstahl. Okay. Der stärkste Stahl, den ich, dem ich je begegnet bin. Ideal für die Herstellung neuer Ausrüstung. Oh, cool. Schön. Sollte man vielleicht sparen. Okay. Ich dachte, man kann vielleicht mit dem Schild so einen Schildschlag oder so machen. Ich muss mich wieder heilen gehen. Das war doppelt zu heftig. Bin gleich wieder da. La 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 la. So. Einmal planschen. Heureka. Aha, angenehm, 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 angenehm. Aha, das kann man gar nicht so oft benutzen. Mhm, okay, die Wirkung lässt irgendwann nach. Das ist schlecht. Platsch. Das heißt, wir sind jetzt ziemlich angeschlagen. Hm. Das taugt mir gerade überhaupt nicht.
Sollte ich es noch wagen, eins weiter zu gehen? Ich hoffe, das war kein Fehler sein. Doch, streng gesehen ist es ein Fehler, ja. Boah. Au. Ja, den kriege ich, glaube ich, nicht down. Wow. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Weißt, das Gemeine ist, dass man gleich gar keinen Trank kriegt, ne? Au. Ja, das habe ich befürchtet. Na, das will ich nochmal machen. Wieso kann man sich dann nicht mehr heilen? Bei dem Brunnen geht das nur eine gewisse... Geht gar nicht oft, scheinbar. Geh komm, das kann ich nicht sein. Du musst überall was schlagen können, da. Alter. Echt, das ist nicht mehr witzig. Unglaublich. Jetzt bin ich schon wieder hergerichtet. ...20 Leben nur mehr. Puh. Also das war wieder mal ein grandioser Schuss in den Ofen. Ja. Ich hab's befürchtet gehabt. Ja, das war jetzt nicht mehr zu wenig, ne? Passt, der ist auch weg. So. Ah, okay, ich dachte schon, ich krieg zu viel aufs Maul. Okay, der ist, glaube ich, erledigt. Na. Aber jetzt. Sehr gut. Das zum Heilen wäre echt super. Wow. Zu langsam. Ich dachte, das geht sich aus, ne? Geht. Das kann ich nicht wahr sein, echt. Boah, das ärgert mich jetzt schon langsam. Echt. Das ärgert mich jetzt schon echt. Scheiße. Das mit dem Brunnen hätte jetzt so nicht... Ehrlich nicht. Au. Mann, jetzt lässt er sich da... Alter. Hallo. So, weg. Okay, ich bin schon wieder am Frecken. Mann, jetzt gibt's gar nichts mehr. Ich hätte vielleicht keine Pause machen sollen. Ich habe mir nur erlaubt, jetzt eine kleine Pause zu machen. Und dann geht schon nichts mehr. Frechheit, echt. Aha, nicht Ruhe, okay. Was haben wir denn da Schönes? Wow, ich hab Glück. Und Stoff, cool. Okay. Ich soll vielleicht echt nicht mehr weitergehen, ne? Mist. Okay, das geht noch, der Raum. Glaube ich. Vielleicht, eventuell. Wow. Ja, war klar. Alter. So, geht ja. Ich vergesse immer, mich wegzurollen, ne? Was soll ich sagen? So, den hätten wir schon mal. Gut. Geht ja. Tap, tap, da, da, tap, da, 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 tap, tap, da, 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 da. Tap, tap, da, tap, tap, da. Wäre was zum Heilen nicht schlecht.
Was nehmen wir denn für einen? Den da? Boah, ich traue mich echt schon bald nicht mehr. Der geht, glaube ich, auch noch. Au. Hey, das ist unfair. Na was, das ist... Es ist echt unfair. Boah. Es ist halt wirklich gemeint, das Lecken ist halt auch nicht sonderlich dienlich, ehrlich gesagt. Für das Ganze hier. Mach! Unfassbar. So. Gut. Das werde ich jetzt wohl hinkriegen. Gibt's ja nicht. Unfassbar. Warte, die kriegen wir schon down. Da, geht ja. Muss einfach nur ein bisschen besser werden, dann haut es schön. So, lala. So, her mit dem Zeug. So, geht ja. Also Rollen ist halt wirklich wichtig. Das habe ich sehr unterschätzt. Tot? Na, ein bisschen noch. Ja, jetzt. Sehr gut. So, was haben wir denn da? Können wir mitnehmen? Ja, sicher. Nehmen wir alles mit, selbstverständlich. So. Also Stoff und diese Gießerei-Überreste da. Patsch, patsch, patsch. So. Nächster Raum. Wow, ist wieder sowas. Hatten wir... Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Aha. Genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein angegriffen. Kann man sich sowas vorstellen? Ein Stein. Ein Stein, der sich von allein bewegt? Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde. Ich habe ihm eine übergezogen. Er ist auf dem Boden zerbröselt und hinterließ ein steinernes Herz. Einen Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon findet. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder der Dungeons sticht durch sein einzigartiges Inneres heraus, als wäre er Teil einer eigenen Kultur. Ah, wie schön. Dass es hier nie was gibt eigentlich, ne? Also wäre es cool hier, sowas wie dieses Herz zu finden, ne? So, da sind wir schon fertig. Ich würde sagen, gehen wir rauf. Oh oh. Okay, der ist erledigt. Gut. Wow. Passt, der ist auch erledigt. Ich wollte mich jetzt gerade irgendwie besser hinstellen, damit ich nicht eine aufs Maul kriege. Heilen! Danke. Sehr, sehr gut. Passt. Was haben wir denn da? Ist das noch mit dem Gerät? Ja. Ist noch das mit dem Gerät? Bla bla. So, nächster Raum. So. Passt. Aha, das ist ein roter.
Alter. Alter. Nein. Egal. So, zack, zack. Passt. Nächster Raum. Oh je. Oh, ist nicht so schlimm, glaube ich. Passt, der ist schon mal erledigt. Hey, cool, einmal ein Heiltrank. Was soll man das hinschreiben? Passt, der ist auch fertig. Und wir können dann den Dungeon die Ebene wechseln. Möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht machen. Ich möchte nur schauen, ich glaube, da drüben ging es noch einmal weiter. Hier werden wir uns noch einmal schnell heilen. Und dann werden wir wechseln. So, jetzt läuft es ein bisschen besser, ne? Hoppala. Ein bisschen, wie gesagt. So. Passt, ist erledigt. Haben tut er nichts. Das ist immer das Allerbeste. So. Da oben noch. Passt, den hätten wir. Passt, das hätten wir auch. Das ging ja gar mal so schlecht. Was haben wir denn hier Schönes? Ich bin bald voll. Weißstein und Gießereireste, jawohl. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube. Aha, wir sind zu lange im Dungeon, oder was? Na, lauf weg. Wieso kann ich B nicht nutzen? Ich lecke gerade Vollgas. Ich kann gerade B nicht nutzen. Jetzt? Geht gerade nicht. Warum? Ah, ich kann fliehen. Schneller, schneller. Vielleicht geht's jetzt. Ja. Nichts wie weg. Okay, man darf scheinbar auch nicht zu lange in einem Dungeon sein, da kommt ein Riesenschleimmonster und will dich umbringen, das ist ein One-Shotter. Also, ja, hauen wir ab. Wir haben volle Taschen. Ich glaube, es ist nicht so schlecht gelaufen. Hui! Alter Schwede. So. So. Dann glaube ich, nehmen wir das hier mal alles mit, oder? So. Und dann würde ich sagen, ich verlasse das Ganze nochmal und gehe mir schnell ein paar Tränke machen. Hallo. Hat ja zu, ne? Weil Nacht ist, ist logisch. Oder? Und zumindest er hat auf. Kann man das schon herstellen? Kann man überhaupt irgendwas herstellen? Na. Ja, jetzt bin ich Gold und bla bla bla, schon recht. So, ist die Frau Zauberin vielleicht da? Ja. Hallo, ich würde gerne ein paar Tränke und so weiter, ne? Bla bla, Tränke, ja. Gehen eigentlich größere auch schon? Na, nur das, ne? Im Besitz 15 Stück. Ich würde sagen, wie viel machen wir denn? Zwei gehen nur? Weil uns die Marie fehlt, ne? Jo, ist besser als nichts. Gut.
Stimmt das so? Ja. X für Nutzen. Ach so, die kann man jetzt handeln. Das ist nicht für uns, oder was? Ach so, ich glaube, ich verstehe schon. Warte. Ich glaube, ich verstehe schon. So, hä? Ja, so, jetzt passt er. Gut. Hallo. So, wir gehen mal nach Hause. So. Und schauen, was wir da noch drinnen haben. Schauen wir mal, machen wir unsere Taschen voll. So. Ja. Ich glaube, das, was wir nur so ein bisschen haben, so wie das hier. Die einzelnen Trümmer, sowas wie das können wir vielleicht verkaufen. Den Stoff können wir uns auch sparen, das Eisen auch, das auch. Jo. Ich würde vielleicht sogar dieses Schwert vielleicht am Anfang oder einschmelzen. Vielleicht, ach, verkaufen wir es mal. Schauen wir mal, was es bringt. Okay. Jetzt müssen wir schlafen gehen, oder? Also, gutes Nächtle. Was? Oh. Na gut. Achso, der Spiegel natürlich. Ja, haben wir hier irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Ah, ja. Mhm, ja, kann man lassen. So. Dann hier. So. Einmal das da. Dann. Zahlen die da schon Verzauberungen aus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, dreimal verdrückt. So. Ich wollte hier eigentlich den Preis festlegen. Probieren wir es mal, oder? Oder hätte ich den Laden noch nicht öffnen sollen? Schauen wir mal. Und? Ja! Sehr, sehr gut. Dankeschön. Und? Ui, da ist er zornig. Da ist er zornig. Dann gehen wir da ein bisschen runter. Ja. Dam, dam. Yeah, da freut er sich. Ja, gerne. Und? Oh, immer noch zornig. Okay, ich würde sagen, wir... Hoppala, nehmen den. Und... 300. Boah, das ist jetzt zornig. Da geht er jetzt. Seine Schweinerei. Das klumpt Kaffee nicht. Ja! Super! Gerne. Lalala, hallo, ich möchte das bitte gern haben. Aber sicher doch, gnädigste. Aha, das mit dem Schwert da, das taugt ihn überhaupt nicht. So. Dann könnten wir das. Dann könnten wir.
Zweige? Boah. Ja, da ist Happy. Aber sicher doch. Was? Immer noch nicht? Na, geh komm. Das ist der Knauf oder so. Das ein Stück von einem ganz legendären Schwert. Ich schwöre. Jawohl, zweimal hat hingehauen. Sehr gut. Ja. Servus. So. Dann würde ich sagen, das da. Und das da. Und das da. Wow, da ist sie glücklich. Okay, 150 hätten auch gepasst, scheinbar. Darf ich das haben, bitte? Aber sicher doch, gnädigste. Danke. Da ist er auch glücklich, sehr gut. Gerne. Wow, der freut sich auch. Ich glaube, dann können wir das, hoppala, wieder nachlegen. Achso, okay. Ich wollte es gerade stapeln. Stopp. Also. So. Geht nicht? Geht nur 5? Tatsächlich. Dann habe ich nichts gesagt. Platzieren. Das da. Da hat gar keinen Preis. Aha, okay. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Boah, jetzt haben wir fast unser ganzes Zeug weg, ne? Servus, gnädigste. Na? Was hätten wir denn noch? Oh. Dam, 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 dam. Ja, da ist er glücklich. Super. Aber gern, Opi. Nimm nur. So. Fein. Das ging echt super. So. Bilanz. Wie schauen wir aus? 1320 Goldmünzen haben wir gemacht. 15 Kunden. Popularität immer gleich scheiße. So wie es ausschaut. Ich glaube, so schön langsam machen wir uns, oder? Schön. Passt. Sehr, sehr gut. Dann hätten wir das soweit. Dann können wir wieder was ausgeben, ne? Wie schauen wir denn hier aus? In die Stadt investieren. Nehmen wir noch den letzten Händler. Ach, boah, der ist teuer. Der geht noch nicht. Okay. Ich glaube, für uns zu Hause können wir auch nicht wirklich was machen. Tränke haben wir jetzt 3. Das müsste auch reichen. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen dasselbe Spiel wieder wie gestern. Wir gehen mal rauf zum Dungeon. Und beenden den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!